Angenehm ist die Prozedur nicht, aber trotzdem stehen hier in der US-Ostküstenmetropole Boston die Menschen Schlange, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Die zweite Welle der Pandemie hat auch die USA voll erfasst. In dem Land mit den absolut gesehen höchsten Infektionszahlen der Welt werden bei steigender Tendenz täglich mehr als 100.000 neue Fälle erfasst. Mehr als 240.000 Menschen sind bereits an oder mit dem Virus gestorben. Es steigt an und ich würde sagen, noch mehr als vor einer Woche. Ich denke auch, dass es noch mehr Schritte gibt, die ergriffen werden sollten. Die Sperrstunde ist gut, aber alles zu schließen, wo sich viele Menschen in der Freizeit treffen, das wäre das Wichtigste. Mehrere Städte und Regionen haben jetzt strengere Regeln erlassen. In Chicago etwa rief die Bürgermeisterin die Einwohner auf, das Haus nur noch in absolut notwendigen Fällen zu verlassen, etwa um zur Arbeit oder zur Schule zu gehen. Auch in Newark, im Bundesstaat New Jersey, stehen die Menschen an, um sich testen zu lassen. Für nicht unbedingt notwendige Geschäfte gilt hier eine Sperrstunde. Mehr als 10 Personen dürfen sich nicht gemeinsam treffen. Ähnliche Regeln gelten auch für das nur wenige Kilometer entfernt gelegene New York mit seinem legendären Nachtleben. Viele Menschen sind wütend. Ich weiß nicht, mit den steigenden Zahlen, liegt es an den jungen Leuten? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, sie nehmen alles als gegeben hin. Sie sind jung, sie glauben, sie sind aus Stahl, unbesiegbar. Viele Leute treffen sich auf Partys, ohne Masken. Schande über sie. Unterdessen berichten US-Medien, dass sich ein weiterer Berater von Präsident Donald Trump infiziert hat. Corey Lewandowski gehörte demnach zu einer Gruppe von 5 Menschen, die sich bei einer Wahlparty im Weißen Haus angesteckt haben könnten. Lewandowski widerspricht dieser Darstellung jedoch.